Das ist Rainer Pirkel aus Wachtberg bei Köln. Seine Garage war in amtlichen Unterlagen nicht eingetragen. Das will das Katasteramt ändern und schickt im August 2017 zwei Mitarbeiter. Ich bin da kein Experte. Ich weiß nur, dass Sie sich ziemlich viel Mühe und Zeit genommen haben, um die Garage anständig einzumessen. Das Ergebnis der aufwendigen, aber kostenfreien Messung? Die Garage ist 7 Meter lang, 3,50 Meter breit und 2,50 Meter hoch. Das reicht dem Amt aber noch nicht. Wir haben zwei Wochen später noch mal ein Schreiben gekriegt, das darauf bestanden hat, die Garage müsste eingemessen werden, weil das Gesetz so vorschreibt. Und die vorhandenen Daten könnten dafür nicht verwendet werden. Ja, natürlich reichen die Daten nicht aus. Das würden sie nur, wenn die Garage vor dem 01.08.1972 gebaut worden wäre. Doch das ist sie nicht, wie uns das Amt schriftlich mitteilt. Erst später stellte man bei einer Nachprüfung fest, dass die Garage nach 1972 fertiggestellt wurde und somit der Gebäudeeinmessungspflicht unterliegt. Ist doch logisch. Gebäudeeinmessungspflicht kennt doch jedes Kind. Die gilt für alle Gebäude nach 1972 und somit auch für die Garage. Es ist nunmehr notwendig, die Garage mit den vom Gesetzgeber geforderten Genauigkeitsansprüchen einzumessen. Eine maßvolle Entscheidung. Denn auch dann wird die Garage, die bereits mit 7 Meter Länge, 3,50 Meter Breite und 2,50 Meter Höhe vermessen wurde, wohl weiterhin 7 Meter Länge, 3,50 Meter Breite und 2,50 Meter Höhe haben. Es gibt nur einen Unterschied zur ersten Messung. Da muss neu eingemessen werden, und zwar kostenpflichtig auf Kosten der Eigentümer. Und in dem Fall für 357 Euro. Das findet Herr Pirkel etwas vermessen. Dabei macht das doch sehr viel Sinn. Wenn die Garage ja zum Beispiel vor 72 erbaut worden wäre, dann wären die Daten ja ganz offensichtlich ausreichend. Der reine Umstand, dass die Garage wahrscheinlich nach 72 fertiggestellt worden ist, führt jetzt dazu, dass die Garage noch mal eingemessen werden muss. Ja, Garage ist nicht gleich Garage. Die vor 1972 stellen sich nun mal ganz anders dar als die nach 1972. Herr Pirkel soll sich da mal nicht so über die Maße aufregen.